Sie macht uns zu dem, was wir sind, ruft magische Momente hervor und manchmal zaubert sie uns sogar ein Lächeln ins Gesicht. Oftmals reicht schon ein Wort, ein besonderer Duft, der Fetzen einer Melodie. Und plötzlich verlässt man Raum und Zeit, reist zurück in die Vergangenheit. Man erinnert sich. Man erinnert sich an Menschen, sowohl gute als auch schlechte. Man erinnert sich vielleicht an peinliche Erlebnisse, die man eigentlich am liebsten vergessen würde. Man erinnert sich an Dinge, die man früher unheimlich gerne gemacht hat und die im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Man erinnert sich an lustige, aber auch traurige Zeiten. Und umso älter man wird, desto mehr Erinnerungen hat man. Doch sie verblassen mit der Zeit. Und so traurig es ist, eines Tages wirst du dich nicht mehr erinnern können. Du wirst ein Werkzeug brauchen, um die Erinnerung wieder hervorzurufen. Und jetzt habe ich endlich eine Antwort darauf, warum ich so gerne fotografiere. Man hält einen Moment fest und man weiß, dass man ihn nie wieder verlieren wird. Er ist gesichert. Und wenn man möchte, kann man sich an ihn erinnern. Und wenn es auch nur ein einsamer Moment war, du hast die Möglichkeit, ihn mit anderen Menschen zu teilen. Erinnerungen haben etwas Standhaftes und sind auf jeden Menschen perfekt angepasst. Eins ist klar, Erinnerungen helfen uns, Dinge zu verarbeiten und sind enorm wichtig. Es kommt oft vor, dass man einen Augenblick nicht zu schätzen weiß, bis er irgendwann zu einer Erinnerung wird. Und erst dann begreifen wir, wie schön er eigentlich war. Wenn ich alle meine Erinnerungen an einer Wäscheleine aufhängen würde, dann wäre diese nicht nur endlos lang, nein, sie wäre auch extrem bunt. Vielleicht würde sich auch das ein oder andere Schwarz-Weiß-Bild drunter mischen. Einige dieser Erinnerungen würde ich gern aufbügeln und neu erleben. Andere wiederum würde ich abhängen, zusammenfalten und wegschließen, denn ihre Zeit ist vorbei. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Sie gehören zu unserem Leben dazu.